Wer ist denn eigentlich der wirkliche Feind? Gegen wen kämpfen wir denn? Kann man einen Krieg wirklich gewinnen? Ich meine, auch so mit diesem Virus, können wir uns wirklich davor schützen? Es geht ja eigentlich hier um die Angst des Todes, Angst vor dem Tod. Irgendwann kommt ja mal die Zeit. Irgendwann haben wir alle ja mal das Zeitliche gesegnet, wie man das so schön in Deutsch sagt. Aber wir leben ja gar nicht mehr. Ne? Wir wollen uns davor schützen. Das ist ja auch so eine Sache mit Sicherheit. Gibt es denn wirklich Sicherheit? Das Leben ist was ganz anderes, als wie wir uns das vorstellen, was wir gelernt haben. Auch du da draußen hast ein unglaubliches Potenzial. Das kennst du gar nicht. Du weißt gar nicht, zu was du fähig bist. Weil du hast ja einfach gelernt, wie wir alle haben gelernt, so zu funktionieren, damit dieses System, was ja eigentlich das Problem ist, ist das System, was wie eine Art Maschine funktioniert. Du hast gelernt, du wurdest trainiert, so zu funktionieren, damit dieses System funktionieren kann. Und auch dazu möchte ich euch ganz gerne mal einladen. Guckt euch das mal an. Anstatt immer so abgelenkt sein mit dem, was in der Welt passiert, das ist ja alles Propaganda, das ist ja alles. Wir sind so gefangen in dieser Angst. So gefangen in dieser Angst, dass wir überhaupt nicht wissen, was wirklich los ist. Und von dem Leben haben wir überhaupt keine Ahnung. Wir wissen überhaupt nichts darüber. Wir fangen jetzt mal so langsam an. Und ich hoffe, ihr könnt auch mal so langsam ein bisschen anfangen. Da musst du in dich selber reingehen, weil da findest du diese Antworten. Da findest du den größten Schatz überhaupt. Da findest du deine Göttlichkeit. Da findest du deine Liebe. Da findest du deine Menschlichkeit. Und das ist da ja das, was uns miteinander verbindet. Liebe ist alles. Es kommt ja auch von den Flower Power, das habe ich auch, diese Bewegung, kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Auch so mit Woodstock, was da passiert ist in dem Sommer der Liebe. 1965 war das, 1967 war das, und das war während dieser Zeit, ne, wo diese Bewegung hochgekommen ist, ne, wo die Leute wirklich gesagt haben, macht Liebe keinen Krieg. Weil das ist nicht nur dieses Kumbaya-Liebe, ich liebe dich, komm hier, lass mich dich umarmen, das ist so eine tolle, du bist so wunderschön. Es ist ja nicht nur das, Liebe ist ja eine Kraft. Liebe heißt ja nicht nur, die Leute zu lieben, die einem sympathisch sind. Das fand ich auch immer so interessant mit dieser Bewegung, dieser Flower Power Bewegung, dieser Bewegung der Hippies in den 60er Jahren. Die haben ja ihre eigene Gemeinde gehabt und da haben sie sich ja alle einander wirklich geliebt. Ja, und war ja ganz toll. Aber dann außerhalb, da war der Feind, da war die Regierung, die sie bekämpft haben, die da auch mit Watergate zu tun haben und den Vietnamkrieg unterstützt haben. Ne? Und da war diese Gegenbewegung. Da waren also die Leute, die sich einander umarmt haben und geliebt haben. Und dann waren auf der anderen Seite die Leute, denen sie gegenübergestanden haben. Auch wie das ja eigentlich immer noch ist. Das sind wir hier, ne? Und dann ist die Regierung oder diejenigen, die uns kontrollieren. Ich denke, Liebe ist viel mehr als nur einfach dieses Gefühl zu haben mit Menschen, mit denen man sich identifizieren kann, mit Menschen, die man lieb hat. Liebe ist eine Kraft, Liebe ist die Macht, Liebe ist alles. Und Liebe heißt auch, zu erkennen. Wenn zum Beispiel jemand, das kennt ihr ja vielleicht auch, viele Kinder kennen das in der Schule, diese Bullies in der Schule, Mobbing, auch diejenigen, die uns versuchen zu unterdrücken, auch Terroristen oder Amokläufer, Leute, die andere umbringen, ganz schlimme Sachen, ne? Die haben ja auch ihre Beweggründe. Wenn jemand gewalttätig gegenüber jemand anders ist, das ist ja nicht normal eigentlich. Ja? Das ist ja irgendwie, kommt ja auch aus einer Wunde, aus einem Schmerz aus. Ich will das nicht irgendwie gut heißen, natürlich nicht. Ich versuchte das natürlich mein ganzes Leben immer zu verstehen. Wie kann es sein, dass Menschen einander so gemein sind, so hinterhältig, so, ja, unliebenswürdig ist eine Untertreibung, ne? Ich kenne das ja auch, ne? Was passiert in der Welt, ne? Und das ist nicht nur, wenn man mal sieht, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, so ein Amokläufer, der andere umbringt, ne? Oder Terroristen oder im Krieg oder Menschen werden umgebracht, die Völker werden ausgerottet, Menschen werden gefoltert. Wie kann sowas passieren? Und einfach nur zu sagen, oh, die sind schlecht, die müssen weg, die sind der Feind, dann diese zu bekämpfen, ist ja auch keine Lösung, weil wir geben dem ja nur mehr Kraft. Ich denke, Liebe kann heilen. Und wir brauchen mehr Liebe in der Welt, vor allen Dingen jetzt. Und Liebe
beschuldigt nicht einfach andere. Das ist einfach, jemand sagen, oh, du bist die Schuld, du bist schuld. Das ist so einfach zu sagen. Ne? Deshalb finde ich, eine schöne Idee, dass es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Wir alle sind verantwortlich, was passiert. Und natürlich das Problem, um jetzt nochmal kurz auf diese jetzige Situation mit Corona zurückzukommen, natürlich, wir geben dem nur mehr Kraft, wenn wir ja einfach denken, okay, es ist dieser Virus, wir müssen ihn schützen. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die sind das Problem. Wir Menschen werden gegeneinander aufgehetzt. Das wirklich passiert. Und wir denken, und diese Menschen, die dann vielleicht sagen, okay, hey, derjenige, der trägt keine Maske, oder derjenige, der sich nicht impfen gelassen hat, der hat ein paar Leute zu besuchen, das geht gar nicht, und dann ruft er die Polizei an. Ne? Die Leute denken, die machen was Gutes. Weil in Realität, die füttern nur das Problem. Das Thema ist ja auch das, etwas, wo ich mein ganzes Leben mit einem Problem hatte, ist Gehorsam. Wir müssen einfach gehorsam sein. Mach das, was dir gesagt wird. Folge den Regeln. Ich meine, guck mal, wo uns das hingebracht hat in der Vergangenheit. Ja? Nicht nur wieder dieses Extrem von dem Hitler-Regime, das zu zitieren oder das zu erwähnen, wo die Leute gesagt haben, oh, wir machen das, was uns befohlen wird. Ne? Guck mal, was da passiert ist. Ne? Aber das ist die ganze Geschichte. Das Thema geht hier durch die ganze Geschichte. Die Menschen machen das, was ihnen gesagt wird, auch wenn sie unmenschliche Dinge machen. Sie denken, sie machen was Gutes, weil sie einfach Befehlen gehorchen. Ich denke, was wichtig ist, wir müssen mal lernen, uns selber zu gehorchen, unsere eigenen Stimme zu gehorchen. Oder die erstmal zu hören. Weil die wirkliche Autorität, und damit möchte ich dieses längere Video jetzt mal hier zu Ende bringen, die wirkliche Autorität ist ja nicht die Autorität, die uns sagt, so, ihr müsst das machen. Das ist die Autorität außerhalb von uns. Die wirkliche Autorität liegt ja in uns selber. Das ist unsere innere Stimme, die uns sagt, das ist richtig, das ist falsch. Und auf die sollten wir hören. Weniger auf das, was uns gesagt wird. Und vor allen Dingen viel weniger, was in den Medien erzählt wird, weil das ist alles eine Lüge. Wenn ihr wirklich mal darüber nachdenkt, dann werdet ihr zu diesem Schluss kommen. Und werdet ihr erkennen, dass ihr, wie ich, wie wir alle, nicht Teil von dieser Maschine sind, einfach hier sind, um zu produzieren und zu konsumieren, weil das ist ja eigentlich der wirkliche Virus. Nicht nur der Virus hinter diesem Virus oder der Virus hinter Armut, Gewalttätigkeit. Also die Leute machen Krieg miteinander, weil sie sagen, dieses Land gehört jetzt mir und ich habe eine Invasion und ich werde jetzt da einmarschieren. Es geht immer um Besitztum, wem gehört was. Ja? Und das ist ja wirklich das große Problem. Das ist dieser wirkliche Virus, der ja eigentlich, wenn man sagt, Liebe ist alles, Liebe ist die Lösung, Liebe ist der Weg. Wenn man das erkennt, dann sieht man auch auf der anderen Seite von der Liebe, ist nicht wirklich der Hass, auf der anderen Seite der Liebe ist die Angst. Und damit sind wir ja auch aufgewachsen. Vor allen Dingen jetzt, desto mehr sind die Menschen in der Angst gefangen. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass dieses Video ein bisschen dazu beigetragen hat, vielleicht euch ein bisschen mal aus dieser Angst zu befreien. Weil das ist kein Leben. Wir können nicht in der Angst leben. Das ist die Angst vom Tod. Ne? Tod ist eine natürliche Sache. Bin auch davon überzeugt, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nur ein neuer Anfang. Das ist das Ende von dieser Existenz. Wir gehen in eine andere Existenz. Und es geht immer weiter. Wir wissen ja überhaupt noch nicht, was wir nicht wissen. Auch die Sache, was ich immer schon so faszinierend fand mit Außerirdischen. Ich bin ganz sicher, wir sind nicht allein in dieser Welt. Ich bin kein Ding. Ich bin keine Maschine, die gebaut wurde, um genau das zu machen, was mir vorgeschrieben wird. Aber ich bin wie ein Baum, der wachsen und sich entfalten muss, gemäß den inneren Kräften, die mich zu einem lebendigen Wesen machen. Und ich denke, das ist der Knackpunkt wirklich. Damit sollten wir uns beschäftigen. Was sind diese Kräfte, die mich zu einem lebendigen Wesen machen? Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Ich würde mich vielleicht immer freuen, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr einfach mal einen Kommentar unter das Video machen oder schreibt mich einfach an. Meine Informationen ist auch ein bisschen mehr Informationen über diese ganze Sache, findet ihr auch zusammen auch mit meiner Kontaktinformation auf meiner Webseite keinding.com. Ich bedanke mich, alles Gute, bis später. Vielleicht mal. Tschüss. Ciao.